Was geht ab, meine sehr verehrten Damen und Herren? Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Clash Royale. Wie man unschwer erkennen kann. Jede Woche. Jeden Freitag. Apropos Freitag, nächste Woche kommt es Donnerstag. Glaube ich. Muss ich nochmal den Sendeplan gucken, aber es wird auf jeden Fall dastehen. Man hat ja auch als Zuschauer die Möglichkeit, auf den offiziellen Sendeplan bei Philips Gaming zu gucken. Ach, ist das schön, ne? Was tun wir nicht alles? So, haben wir noch ein paar Truhen. Und ein Königsriese mal. Und muss noch ein paar Musketieren. Und Spiegel! Geil! Wie krass ist das denn? Ich nehme auf und direkt Spiegel. Nice. Und ich habe ja auch mal eine Kiste bekommen. Warte, wie spät haben wir es? 12 Stunden schaffen wir eine. Ja, das ist eine normale. So, was gibt's hier? Ach, stellen wir noch einen Kartenbitten. Ja, noch einen Clan, die Ärzte bin ich erster. Nein, ich bin Zweiter! So, wir sind noch Arena 7 mit 2084 Pokalen. Ach, ich komme nicht viel weiter. Mein Deck ist immer noch dasselbe wie letzte Woche. Und wie vorletzte Woche wahrscheinlich. Ich habe noch keinen Einfluss gefunden, wie ich das Eis einbaue, weil Eis brauche ich ja eigentlich höchstens bei schnellen Angriffen und Abwehr. Ich habe immer noch langsamer Angriff, komme ich eigentlich immer noch ganz gut hin. Wie gesagt, ich beschwere mich ja nicht. Riese können wir verbessern. Riese könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren irgendwann. Vielleicht jetzt? Stellen wir mal ein neues Deck zusammen. Also. Ich glaube, der Riese ist jetzt nicht so krass. Riese. Spiegel. Die sind mir eindeutig teuer, die hier. Eis. Was nehmen wir noch so rein? Angriff irgendwas? Mach mal Dings. Der ist manchmal auch ganz gut. Bombe nehme ich nicht. Ich nehme. Obwohl der Bombe halt billig ist, ne? Gut. So. Riese. Nochmal Eis wäre ganz gut. Eis. Wie sieht's sonst aus? Was brauche ich noch so im Deck? Abwehr von. Ah, ich brauche noch Barbaren oder irgendwas. Irgendwas Großflächiges. Scheiße. Muss ich meinen Eismagier vielleicht doch rausnehmen? Dann nehme ich den raus. Beides gut. Ich brauche noch irgendwas Großflächiges. Also im Normalfall waren das dann Barbaren. Ah, scheiße. Oder brauche ich das unbedingt? Für Kleinzeug hätte ich ja den hier. Also wenn dann so ein Ritter kommt oder so. Aber ich brauche noch was für die Luft. Oder reicht das aus? Ja, wir werden es sehen. Wir probieren mal so einen Kampf. Ich werde 100 pro verlieren. Aber man kann es ja mal probieren. Kann ja gleich mal die Truppen austesten. So. Wie gesagt, die Musketiere, die finde ich überschätzt. Weil gesagt, die kosten erstmal sowieso 9. 9 sind ja fast so ein Ding voll. Und dann sind die eigentlich extrem schnell down zu kriegen. Das ist das Problem. Geht er direkt auf Dings? Ich will mal gucken, was er noch so macht. Halt. Ach, so ein Mongo. Hätte ich zwar Eis setzen können. Nee, noch ne. Ah, scheiße. Ja, Eis muss man gut einsetzen können. Sonst hilft das nichts. Ah, gar nicht mehr schwierig mit so einem Deck anzugeben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber cool, dass ich einen Spiegel habe jetzt. Ah, ich weiß nicht, also ich komme einfach nicht klar auf höheren Decks. Ich mache erstmal alle Karten, dann gucke ich mal, was die. Alles klar. Was die Profis so drauf haben mit ihren Decks, wie die das machen. Ich habe mich also wirklich eingespielt auf mein normales Deck, auf mein langsames Deck. Kann ich dann mal einen schönen Kampf zeigen, mal wieder. Ja, ich sehe da eh nichts. Mir fehlt dann eindeutig was. Jetzt kommt wieder das und dann macht wieder Eis, ne? Ja, super. Ja, ich glaube, das hätte ich so schon schlecht gefunden, weil so viele Leute, die das genau machen, da gibt es eigentlich gar nicht.
Wundert mich eigentlich. Aber na gut. Und die alle haben den Bombenturm. Wirklich jeder scheiß Mongo hat einen Bombenturm. Kommt man echt nicht drauf klar. Machst du mal ein bisschen schneller. Warum hat's denn den eigentlich nicht mit reingenommen in den Radius? Frage ich mich gerade. Das ist eine gute Frage. Alles klar. Ich brauche mal Eis zum Abwehr von Eis, ansonsten wird das nix. Ah, guck mal, so weit weg bin ich gar nicht. Halt! Ich häng bleiben. Ja, ich komme hier noch rüber, gut platziert so. Junge, Junge, Junge. Na super. Gar nicht so unknapp. Hätte ich jetzt gar nicht so vermutet. Ja, jetzt macht er nochmal Eisen, das weg. Und weg. Na gut. Komm, ich will wenigstens eng kriegen. Danke. Da haben wir schon mal einen Teil von unserer Kronentruhe weg. Gar nicht so schlecht. Alter, ist das Spiel laut. Na gut. Wie gesagt, Garantie verloren, aber gar nicht so übel verloren. Moment. Ich habe das schon ganz schön leise gedreht bei mir. Junge, Junge, Junge. Dann zeige ich mal noch einen schönen Kampf mit meinem alten Deck. Also wieder einstellen, dass ich mit dem Deck wieder antrete. Hatte ich mal 3-0. Ne, 3-0 gewonnen. Andersrum. Oder 3-1. 3-0 oder 3-1? Welcher war denn das schöne Kampf? Ich glaube fast, das war der. Den fand ich gar nicht so übel. So, das war aber halt noch in Arena 6 wieder. Das war aber auch heute, lustigerweise. Ich habe heute wieder viel gekämpft, ne? Ja, so, zu Beginn setze ich dann mal gerne mal den großen Riesen, aber da hat er jetzt schon seine Scheiße gesetzt. Kam ich ein bisschen spät. Ja, das in Kombi ist auch gar nicht so übel. Hätte er jetzt noch Eis dazu gehabt? Hat er ja gerade. Also ein Glück hat er es nicht direkt eingesetzt können. Nicht schlecht. Aber jetzt hat er natürlich nichts mehr groß zur Verteidigung hier drüben. Versucht's mit Barbaren. Klappt natürlich, weil der setzt dahinter. So, wie man sieht. War ja auch einzig logischste Schlussfolgerung. Ich noch mein Magier gegen die Barbaren. So, das war natürlich erstmal nichts vom Angriff her. Er hat auch kein Geld. Geld sage ich schon. Der hat auch kein Elixier übrig. Da passt das ja. So, da geht der Kampf weiter. Ich schütte den Turm schon mal ein bisschen an mit meinem Magier. Das war gar nicht so übel. Aber mir ist aufgefallen, jetzt gerade in Arena 7 gibt es eigentlich immer noch Level 8er. Ich bin immer noch Level 7. Ich hatte eigentlich versprochen, bis nächste Woche bin ich Level 8, aber... So, war dann doch noch zu knapp. So. Eine gute Abwehr für den Ritter ist halt auch, wie gesagt, immer noch das Riesenskelett. Da habe ich nur langsam Probleme mit dem Ballon, weil da habe ich gerade nichts. Weil das Deck nicht allzu billig ist. Ja. Super. Jetzt hat er noch Eis. Jetzt hat er noch Eis, hab ich mir auch so gedacht. Naja. Auf jeden Fall konnte ich den Turm hier drüben noch ein bisschen anhitten. So. Nach momentanem Maßstab sieht es ja momentan nicht so aus, als ob ich noch gewinnen würde. Werden wir mal sehen, wie sich das Blatt wendet. So, Barbaren gegen Barbaren. Mein Magier wollte ich dann noch nie einsetzen. Da wäre vielleicht zu schnell tot gewesen. Die Barbaren sind zumindest jetzt noch ein paar übrig. Was macht der jetzt? Er macht Luft. Das war natürlich jetzt geiles Timing mit dem Teil. Ohne Scheiß. Jetzt greift er wieder an hier drüben. Kann ich natürlich mal abwehren. Dass er sein Eis nicht gesetzt hat. Da hatte ich echt Glück, dass er das Eis zu spät gesetzt hatte. So. Jetzt kommen wir eigentlich ganz gut voran. Warum der jetzt nichts gesetzt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, der wollte verlieren. Habe ich das Gefühl. Also ist er jetzt die Bombe vorne. Und einer von seinen Türmen ist er jetzt zerstört, ne? Also warum er das gemacht hat, das frage ich mich jetzt echt. Weil das hätte er jetzt locker abwehren können. Interessant mal so einen Kampf zu sehen, wenn man sieht, was der andere hätte machen können. Na gut. Ja, so. Jetzt geht's halt in die Overtime. Hat man jetzt noch... Also theoretisch ist der immer noch im Vorteil, weil der hat ja meinen Turm schon ein bisschen runter. So, der Ballon sollte keine Gefahr bilden.
Warum fliegt er eigentlich so weit rüber? Ah. Vorteil ist, dass meine nächste Bombe ist schon wieder durch. Das ist halt der Vorteil, wenn man das so weit vorne setzen kann. Warum der jetzt das gesetzt hat, keine Ahnung. Ich meine, ich habe da zwei Magier. Was erwartet der? So, na gut, das war okay. Das war sogar interessantes Timing, weil ich wollte meine Barbaren sowieso setzen. So. Jetzt kommt nochmal das Skelett durch. Kommt nicht ganz. Haben wir jetzt noch 20 Sekunden und versuchen den Turm zu... Oh, da hat er noch Eis eingesetzt. Natürlich habe ich auch noch meine Rakete im Petto. Das ist ja auch was Schönes, so eine Rakete. Muss ich sagen, die hat mir wie gesagt schon öfters mal was gerettet. So, jetzt wird es langsam knapp. Jetzt kommt die heikle Phase. Ja. Gerade mit dem letzten Schuss noch schön zerstört und wunderbar. 5 Sekunden Verschluss noch gewonnen. Da gibt es auch mal ein Smiley. Ja, also durch Fehler meines Gegners habe ich da zum Glück gewonnen. Ansonsten, na gut. So, ich mache selber nochmal einen Kampf mit meinem normalen Kampfdeck. Vielleicht gewinnen wir ja. Wie gesagt, nur Level 8 irgendwie. Ich glaube Level 7 und die trauen sich gar nicht auf Arena 7. Na, gespannt, wenn es wird dann nicht mehr noch eine Arena höher bin, aber da bin ich ja schon legendär. Da bin ich ja bestimmt auch immer Fame auf YouTube. So eine Kacke, ja. Ah, ganz gutes Timing. Barbaren sind auf jeden Fall dann tot. Jo, die waren sehr gutes Timing. Ich denke, dass das der Magier überlebt. So ein Teil hat er auch noch. Ja, so, das ist halt gemein. Er hat viel, viel, viel Leben. Das war wieder gut. Für mich natürlich. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Schaden am Turm. Minimal. Ist er halt Level 8, hat er immer noch. Da ist er quasi immer noch ein Vorteil. Mehr oder weniger. So, Abwehr durch Riesenskelett. Nimmt natürlich viel Masse und der Vorteil mit der Bombe halt. Ja, die Bombe ist echt das Beste an dem Teil. Kann man echt gut arbeiten, so. Da man jetzt ein bisschen geschützt ist, kann man... Wenn ich Glück habe, geht die Bombe noch ein bisschen vor. War knapp, du. War knapp, du. Wäre der Magier noch weiter vorne gewesen, wäre das geiler gewesen. Jo, jetzt haben wir den Turm schon mal auf 1700 runter. Jetzt kommt bestimmt mal irgendein Angriff. Nehme ich einfach mal an. Ich frage mit was? Viele machen ja dann mit Kleinzeug. Oh, gut. Dankeschön. Natürlich sehr vorteilhaft, wenn man da so eine Rakete setzen kann. So, dann machen wir einfach mal das hier. Na Leute, mit dem wir eher beschäftigen. Ein bisschen mehr beschäftigen damit. Dankeschön. Er hat auch schon auf 1700. Na gut. So, wie gesagt, schon wieder Bombenturm. Jeder fucking Noob hat einen Bombenturm. Na gut, ich will jetzt nicht sagen, dass der Noob ist. Aber... ja, nervt langsam. Interessante Taktik. Hat er überhaupt Pfeile? Ich habe bis jetzt noch keine Pfeile von dem gesehen. Magier hat er. Vielleicht gedacht, braucht keine Pfeile mehr. Ja, bei mir brauchen wir es doch. So, der Nachteil ist, er hat jetzt sein Marker da hinten noch lebend. Da muss ich mal für den Pfeiler einsetzen. Moment, so. Den Ritter, na gut. Bleibt mir gerade nichts anderes übrig als das. Da bräuchte echt mal Pfeile in seinem Deck. Sag ich dir. Wenn es scheitert, dann liegt es an den Pfeilen am Ende noch. Sehr gut, 2 gegen mein Eismagier. Wäre mir lieber gewesen, hätte sie direkt nach hinten gezielt. Können wir mal kurz hier machen. 900. Das ist entweder noch 2 Hits von dem von der Rakete oder ich komme nochmal durch. Durchkommen wäre mir natürlich am liebsten. Das war gut. Ziemlich ausgeglichen, finde ich. Ja. Irgendwann muss man den ja mal wieder setzen. Ziemlich ausgeglichen. Weit weg leider. Aber sollte durchgehen, ja. Ist okay. Gut, gut. Jetzt können wir dem mal sein Magier noch wegnehmen. Vorteil, ich kann die setzen. Ja. Schade, schade. Scheiße, das ist eng. Kann das Vieh schon wieder durch. Wäre blöde.
700. Ah, wird nichts mehr. Selbst eine Rakete, die macht halt bei mir noch 400. Hm. Ja, du bist eh im Vorteil, da brauchst du noch gar nicht lachen. Nur mal so. Ist eher peinlich dafür, dass du verlierst gegen Level 7er. Na, ich will aber nichts sagen. So. Hat leider nicht geklappt, dafür haben wir auch nicht verloren. Ich meine, das war jetzt gar nicht so ein unspannender Kampf. Warum hat denn deinen Clan verlassen? Der Gamer wieder. Na, Clan-Trophäen sieht eigentlich auch ganz gut aus, dafür, dass es 24 Mitglieder sind. Oh, gut. Will ich mal nichts meckern, so. Bis nächste Woche hoffentlich mal Level 8. wer weiß. Hoffentlich immer noch Arena 7. Das kann sich ja alles ändern. Wie gesagt, legendäre Arena wird wohl noch ein halbes Jahr dauern. Oder so. Also, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt für mich, sagt sie mir, aber ich komme, wie gesagt, mit meinem Deck immer noch ganz gut klar. Welche Karten mir jetzt noch fehlen, ist halt der Bogen, die Bogenschütze. Schützen, das ist ja eine legendäre Karte. Das wäre mal extrem geil. Das Vieh, weiß ich, ne? Dunkler Prinz, sieht zwar geil aus, aber weißt du, da ist mir zu schnell down, wenn ich da Barbaren habe. Da ist der ruckzuck weg. Oder gerade mein Feuermagier, da brauchte ich, keine Ahnung, 3-4 Mal drauf geschossen, da war das Ding weg. Ein Golem, der kostet mir ganz so viel dafür, dass, was er kann. Weil ich kann den schön bei mir ablenken mit einem Mörser, da ein paar Barbaren drauf und da ist er auch weg. Ja, das ist halt immer so mit den Karten. Gucken, was hätten denn jetzt hier, wenn wir drüben mal gucken, was die immer so für Decks hätten. Auf jeden Fall viele mit Elixiersammler. Eigentlich alle. Ja, außer der. Ja, Elixiersammler war ich auch noch nicht so großer Freund von. Und Kanone vor allem, Kanone viele. Und die Kleinbarbaren auch. Die sind auch öfters anzutreffen. Na gut. Alle relativ ähnliche Decks. Dass man da gewinnen kann. Na gut. Päcker haben wir jetzt auch wieder. Hier, Päcker. Bogenschützen hätte ich dann doch gern mal. Vorteil ist, wenn man ein anderes Deck hat als die anderen in der großen Ligen, da kann man da vielleicht doch wieder was tun, weil, wie gesagt, hier sind jede Karten, das ist eigentlich ganz gut ausgeglichen, finde ich. Wenn man hier eine gute Zusammenstellung hat, kann man auch gegen gute anderen Zusammenstellungen gewinnen. Ja. Also würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich glaube Donnerstag, wie gesagt. In der nächsten Folge Clash Royale. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.